Friede sei mit euch. So wunderschön lauten im Johannesevangelium am heutigen Weißen Sonntag, dem zweiten Sonntag der Osterzeit, die ersten Worte, die der Auferstandene an seine Jünger richtet. Nicht irgendein Friede ist gemeint, sondern der Friede, den Jesus bei seiner Rückkehr von Kreuz, Tod und Hölle zurückbringt. Es ist der Friede desjenigen, an dem sich der Hass der ganzen Menschheit ausgetobt hat und der diesen Hass ausgehalten, ja mit einer übermenschlichen Liebe beantwortet hat. Ein solcher Friede ist endgültig und vollkommen. So groß ist er, so sehr ist er Verzeihung, dass es keiner Aussöhnung mehr bedarf beim Wiedersehen mit den Jüngern. Auf Golgatha noch hatten sie ihn immerhin verleugnet, bevor sie feige davonliefen. Ihnen macht Jesus nun das Geschenk des Friedens. Er gibt ihnen obendrein auch den eigenen Sendungsgeist, indem er sie anhaucht. Sie erhalten die Vollmacht, die bis heute an die Priester weitergereicht wird, diesen Frieden durch sakramentale Sündenvergebung auch weiterzugeben. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, spricht Jesus. Vergessen wir in diesem Zusammenhang nicht, dass der heutige Weiße Sonntag auch als Barmherzigkeitssonntag gefeiert wird. Die Früchte dieses göttlichen Friedens beschreiben uns die Lesungen. Der Friede Jesu herrschte unmittelbar in der ersten Kirche. Die Gemeinde der Gläubigen, so hören wir in der ersten Lesung aus der Apostelgeschichte, war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Nach diesem Prinzip leben bis heute unsere Klöster. Der erste Johannesbrief in der zweiten Lesung weitet es nochmals aus. Glaube und Liebe sind die beiden Säulen, die dem Frieden zwischen Gott und Welt zum Sieg verhelfen. Konkret wird dieser Friede in den kirchlichen Initiationssakramenten, nämlich im Wasser der Taufe, im Blut der Eucharistie und im Geist der Firmung. Der erste Johannesbrief sagt, Jesus Christus ist nicht nur im Wasser gekommen, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis ablegt, denn der Geist ist Wahrheit. Schließlich hören wir noch von einer wichtigen, ja unabdingbaren Voraussetzung für den Empfang dieses Friedens. Gottes Friede verschenkt sich an uns Menschen in einer endlosen und gewiss unbedingten Barmherzigkeit. Und doch kommen wir nicht herum um diese eine Voraussetzung, die der Preis unserer Freiheit ist. Dass wir an diesen Frieden nämlich auch glauben, dass wir uns ihm ganz vertrauensvoll übergeben. Solange sich im Evangelium der ungläubige Thomas noch an Beweise zu klammern suchte, konnte er den Frieden nicht haben. Auf Jesu Wort hin, sei nicht ungläubig, sondern gläubig, war es dann doch um den Zweifelnden geschehen. Er gab sich hin und antwortete, mein Herr und mein Gott.